Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Siberia. In der letzten Folge haben wir ziemlich ausufernd mit diesem Herrn hier gesprochen, der uns doch den Tipp gegeben hat, wir sollen mit dem Bahnhofsvorsteher sprechen über diesen Wald-Sauvignon, den wir für den wilden Kuckuck, diesen Rotkuckuck, oder wie der heißt, gebrauchen können wahrscheinlich. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns noch da oben um. Schaut sehr nach Vorlesung aus. Oder Vorlesungssaal. Oh, da sitzt da sogar wer. Tatsächlich ein Vorlesungssaal. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir da später noch. Okay, mit dem kann ich nicht reden, der schlaft, glaube ich. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus zum lieben Bahnhofsvorsteher. Reden mal mit dem über diesen kleinen Strauch. Mit dem Komiker reden wir nicht nochmal. Und das Telefon klingelt. Hatte ich schon lange immer. Hallo? Und, haben Sie unseren Erben gefunden? Ach, Sie sind das, Herr Marson. Guten Tag, geht es Ihnen gut? Gut geht es mir erst, wenn die ganze Sache geregelt und der Kaufvertrag unterzeichnet ist. Wo sind Sie? Ich bin in Barockstadt. Barock? Was? Aber was treiben Sie denn dort? Das ist eine berühmte Universität. Es scheint, als hätte sich Hans Vorarlberg vor einigen Jahren mal hier aufgehalten. Wenn er nicht mehr da ist, brauchen Sie sich dort auch nicht länger aufzuhalten, Kate. Sie haben natürlich recht, aber ich habe Anlass zu der Vermutung, dass dieser Hans Vorarlberg noch am Leben ist. Im Moment muss ich noch ein paar zusätzliche Informationen sammeln von Leuten, die ihn gekannt haben. Und wohin werden Sie dann fahren? Das weiß ich noch nicht genau. Na, viel wissen Sie ja nicht gerade, Kate. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, Herr Marson. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Gut, dass der Chef jetzt ein bisschen angepisst, dass wir so lange brauchen. Was soll ich denn tun? Hier haben wir das nicht ausgesucht. Dann gehen wir mal wieder in den Bahnhof hinein und reden mit dem guten Bahnhofsvorsteher. Und schauen mal, ob der uns irgendwie. Warte mal, oh, das war hier drüben. Ich habe jetzt immer gewusst, wo der war. Okay, weiter geht's. Reden wir nochmal mit ihm. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Sauvignon. Wo kann ich hier Wald-Sauvignon-Sträucher finden, bitte? Naja, sowas gibt's hier nicht. Ich weiß nicht mal, worum es sich handelt. Suchen Sie doch in Amazone. Es ist doch erstaunlich, dass jemand, der diese Pflanze nicht kennt, weiß, dass sie aus diesem entfernten und mysteriösen Land stammt. Amazone, Peru, Papuasien, für mich ist das alles das Gleiche. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Halt! Warten Sie doch! Der gute Mann scheint ein Problem zu haben. Vielleicht sollten wir ihm folgen. Cool, wo ist er jetzt hingegangen? Vielleicht war er nach hinten gegangen. Nö. Da komme ich noch immer nicht rein. Hier kann ich wohl nicht lang. Und sonst ist da nichts, oder?
Übersehe ich irgendwas schon wieder? Nee, scheinbar nicht. Diesmal nicht. Diese vier Freunde da wegzukriegen, brauche ich wahrscheinlich den Wald-Sauvignon. Wir wissen ja, dass er gesagt hat, er muss beim Bahnhof bleiben. Also, wo ist der hingegangen? Ich habe das Ding. Da geht. Hier geblieben. Da steht er. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Fangen wir nochmal nach dem Sommer. Ich suche nach einer Art kleiner, saftiger Beere. Wo kann ich diese finden? Hier im Bahnhof gibt es keinen Sauvignon und schon gar keinen Wald-Sauvignon. Ich hatte diesen Namen zwar nicht verwendet, aber genau danach suche ich. Ah, Sauvignon, Himbeere, Johannisbeere, das ist doch alles das Gleiche. Gibt's hier nicht. Mhm. Dabei habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, in dem steht, dass diese seltenen Trauben hier in der Voliere der berühmten Universität Barockstadt kultiviert werden. Ah, wenn das in einem Buch steht. Aber auch Bücher können sich irren. Zu merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, Sie lügen. Nee, keineswegs. Ich weiß nicht, wo man diese verfluchten Trauben finden kann. Fragen Sie doch den Professor Pons, den Paläontologen da. Aber Sie sind doch der Hüter dieses Bahnhofs. Sie müssen es besser wissen als jeder andere. Ich weiß nichts, gar nichts. Fragen Sie den Paläontologen. Ich suche nach... Hier im Bahnhof. Ich hatte... Zu merkwürdig. Nee. Aber Sie... Ich werde Sie... Willkommen. Bei dem waren wir doch gerade. Der hat uns ja zu ihm geschickt. Ich mag das Spiel. Gut, jetzt gehen wir halt nochmal zu diesem Dr. Professor Universitätsbabbler Pons. Was ist eigentlich da hinten? Da waren wir doch nicht. Okay, da ist ein zweiter Eingang und da gehen Stufen runter. Mal schauen. Da ist ein Schiff. Sicher total unwichtig. Was haben wir denn? Einen Haken? Wo haben wir denn den aufgehoben? Dann haben wir. Okay, Werbebroschüre, Fax. Das ist alles alt. Berichte des Pfarrers, Zeitungsartikel. Das sind die beiden Bücher. Okay. Heo! Schiff! Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Name sagen! Guten Tag, junge Frau! Du wollen mit uns sprechen? Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und nun auf einmal für diesen Zug verantwortlich. Diese Situation ist völlig neu für mich. Anwalt, ein gutes Beruf, viel Geld verdienen. Naja, viel ist vielleicht übertrieben, aber ich will mich nicht beklagen. Es gibt Schlimmeres. Anwalt, immer viel Geld verlangen. Reden wir von was anderem. Ich habe keine Lust auf ein Streitgespräch. Mission. Ich habe gerade mit den Herren der Universität gesprochen. Sie wollen, dass ich meinen Zug aus dem Bahnhof fahre. Sehr komisch. Wie soll ich einen Zug wegfahren, der gar nicht mehr fahren kann? Haben Sie eine Idee? Wir von Zug nichts kennen. Du allein musst machen. Ihre Solidarität rührt mich sehr. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zug. Er ist, kaputt. Aber ich muss ihn unbedingt aus dem Bahnhof bekommen. Könnten Sie ihn mit Ihrem Lastkahn in Richtung Mauer ziehen?
Schleusen geschlossen, Schiff blockiert. Aber wenn die Schleusen offen wären, würden Sie dann meinen Zug ziehen? Por qué no mar, Monet, por das Werk? Ja, möglich. Ja, mein Mann sage, wird dir helfen, wenn du Geld geben. Ach, und wie viel wollen Sie? 50. Wollen $150. Was? $150? Aber so viel habe ich nicht. Kein Geld, kein Schiff. Ich biete Ihnen $75. $125. Kommt nicht in Frage. $100 und kein Cent mehr. Korrekt. Du haben Schiff für $100. Perfekt. Fahren Sie bloß nicht weiter. Ich komme so schnell es geht mit dem Geld zurück. Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Im Namen der Solidarität sollten wir uns umsonst helfen. Service, service, alors bouic not full. Money, ja, bouic full. Wie bitte? Mein Mann sagen, Geld brauchen für Leben. $100, nicht teuer, wenig für große Dame wie Sie. Wie wollen Sie denn das wissen? Eine große Dame wie ich. Ich hätte Ihnen vielleicht nicht sagen sollen, dass ich Anwältin bin. Oder dass Sie Anwältin sind. Ich habe ein kleines Problem, aber wenn... Ja! Kennen wir schon. Sie müssen ganz schön viel herumkommen. Kennen Sie New York? Wir nichts verstehen. Ich suche nach einem etwas merkwürdigen kleinen Mann, der in Sibirien leben soll. Stellen Sie sich vor, Sie waren doch bestimmt schon mal dort. Sie fragt, komme tous Sibirien? Sibirien? Nein, zu kalt! Das Schiff nicht eisbrechen! Ich hoffe, mein Zug ist für Ihren Lastkahn nicht zu schwer. Das ist okay. Motorboot erste Klasse. Mein Mann sagen, korrekt! Starker Motor! Nun ja, die Distanz, die uns vom Zugaufzieher trennt, ist ja auch nicht sehr groß. Zu dumm, was? Wegen der paar Meter. Zug auf Lastkahn tun? Nein, nein, das sei unmöglich. Ich glaube, die verstehen mich nicht so richtig. Haben Sie sich schon einmal im Bahnhof umgesehen? Er ist ganz wunderbar, wissen Sie, mit all den exotischen Vögeln. Mit du meine Girl, ja, ja, mit Plaisir. Wir nicht von Schiff gehen, mein Mann landkrank. Landkrank, ja. Haben Sie schon mal amazonischen Wald-Sauvignon gesehen? Nicht, nie gewesen in Amazone. Wissen Sie, ob ich ihn hier irgendwo finden kann? Nicht, du nach Amazone gehen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich muss jetzt gehen. Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Dos vidanje. Gut, also, jetzt wissen wir schon mal, wie wir unseren Zug aus dem Bahnhof kriegen. Nämlich mit Hilfe der lieben Leute da. Aber der letzte Bezirksvorsteher, wollte ich sagen, der nette Bahnhofsvorsteher da, hat er gemeint, wir sollen nochmal mit diesem Doktor, Universitätsprofessor Pons besprechen. Kate, ich hab daher geklickt, nicht da drüben. So, na dann weiter. Komm schon, Kate. Ich hoffe, der steht noch da, wo er vorher war. Ja, er steht eh noch da. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Professor, es ist mir etwas unangenehm, aber wissen Sie, als ich abfuhr, dachte ich nicht, dass ich große Mengen Bargeld benötigen würde. Aber jetzt, nun ja, kurz gesagt, ich brauche Geld und wollte Sie fragen, ob Sie mir nicht aushelfen könnten. Mein liebes Kind, das täte ich gerne. Aber bei dem Hungerlohn, den mir die Universität zahlt, ich habe ja schon Schwierigkeiten, meine bescheidenen Ausgaben zu decken.
Oh, ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Wenn ich an das Beispiel von Hans denke, hat sich die Universität denen, die einen Dienst erwiesen haben, immer erkenntlich gezeigt. Aber das ist Sache unserer Rektoren. Wissen Sie, wo sich die seltenen Wald-Sauvignon-Sträucher befinden, die hier in Barockstadt kultiviert werden? Um was lässt Sie vermuten, dass es hier Sauvignon gibt? Das habe ich in einem Buch in der Bibliothek gelesen. Nun ja, fragen Sie doch den Bahnhofsvorsteher. Wenn es sowas hier gibt, weiß er das besser als jeder andere. Der hat mich doch zu Ihnen geschickt. Ich fand das ja auch komisch. Aber er sagte mir ausdrücklich, ich solle den Paläontologen fragen. Sie sind doch der Einzige. Ja, also sowas. Nun ja, dann hat er sich wohl getäuscht. Ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sich eben an die Herren Rektoren wenden. Immerhin sind die für unsere Universität verantwortlich. Das werde ich tun. Danke. Na gut, dann reden wir nochmal mit Direktoren. Ich muss jetzt gehen. Das ist wieder eine sehr, 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 sehr lange Talk-Folge. Also wir reden wieder mal Ewigkeiten mit den Leuten und laufen eigentlich nur durch die Gegend. Aber so sind die Adventures nun normal. Man redet und redet und redet und hat viel zum Lesen. Aber das ist ja auch das Schöne an den Adventures. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Sind Sie sicher, dass es keinen amazonischen Sauvignon in Barockstadt gibt? Ich habe nämlich gerade den Bahnhofsvorsteher und den Paläontologen gefragt. Ihre Antworten lassen gewisse Zweifel zu. Und doch müssen wir darauf beharren. In Barockstadt wächst kein einziger Sauvignon-Strauch. Wissen Sie, junge Frau, der amazonische Wald-Sauvignon ist eine sehr seltene Pflanze, die nur unter ganz besonderen Bedingungen wächst. So ist es. Und diese Bedingungen zu schaffen, ist extrem kompliziert. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Der Garten ist in dieser Hinsicht wirklich gelungen. Der Garten? Es gibt also einen Garten in Barockstadt. Oh, wenn es einen gäbe, dann nur einen winzig kleinen hinter dem Bahnhof. Er wäre jedoch der ganze Stolz unseres Bahnhofsvorstehers. Letzterer würde sich übrigens mit viel Hingabe darum kümmern. Dort würde dann alles wachsen und wir hätten den Sauvignon seinen gärtnerischen Fähigkeiten zu verdanken. Und wären davon höchst angetan. Aber man dürfte auch nicht die genialen Kompetenzen des Paläontologen vergessen. Was hat der Paläontologe mit dieser Sache zu tun? Ohne ihn und ohne sein Labor, wie könnten wir da unseren Wein herstellen? Und was wäre das für ein Wein? Nicht wahr, teure Kollegen? Ach ja, der exquisite und entspannende Abschluss eines langen Arbeitstages reich an Verantwortung. Wir würden jedes Jahr voller Ungeduld darauf warten, die ersten Tropfen eines neuen Jahrgangs zu genießen. Nun gut, fassen wir also zusammen. Sie sagen also, dass es in Barockstadt tatsächlich Sauvignon gibt, der in einem Garten hinter dem Bahnhof wächst und vom Wärter gehegt, vom Paläontologen zu Wein verarbeitet und schließlich von Ihnen genossen wird. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse. So haben wir das nicht gesagt. Sie verdrehen uns das Wort im Mund. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass wir im Konjunktiv geredet haben. Doch. Ich hatte mir schon so etwas gedacht. Das behalten Sie aber für sich. Ja, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn dies alles unter uns bleibt. Verstehen Sie, diese kleine lokale Produktion umfasst gerade mal ein paar Flaschen pro Jahr. Ja, wirklich. Nicht ausreichend, um damit zu handeln. Man würde sich ja strafbar machen. Wie dem auch sei, wir können auf Ihre Verschwiegenheit zählen. Seien Sie unbesorgt. Ich hatte nicht vor, mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. Also, es gibt scheinbar doch einen Garten, wo dieser Sauvignon wächst. Du musst bestechen. Die Schiffer würden den Zug ziehen, aber ich habe nicht genug Geld, um sie zu bezahlen. Ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht aushelfen. Vorläufig. Ich könnte auch dafür arbeiten.
Bitte gedulden Sie sich, junge Frau. Wir müssen beraten. Ja, genau. Unter uns beraten. Eine kollegiale Entscheidung muss getroffen werden. Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt. Nun denn, nun denn. Warum nicht? Wenn wir auf diese Weise den Zug loswerden? Ja, wirklich, keine schlechte Idee. Worum geht es, meine Herren? Sie werden sicher bei Ihrer Ankunft den herrlichen Musikpavillon im Ehrenhof unserer Universität bemerkt haben. Ein einzigartiges mechanisches Meisterwerk, das leider nicht mehr funktioniert. Wir geben zu, dass uns allen seine Melodien noch heute in Erinnerung sind. Wir sind bereit, Ihnen eine bestimmte Summe zu zahlen, wenn Sie ihn wieder funktionstüchtig machen. Gerne, aber was genau muss ich dazu machen? In dieser Universität, liebes Kind, haben Zeit und Rost viele Dinge zum Stillstand gebracht. Und sich um Automaten zu kümmern, ist nicht unsere Aufgabe. Sie müssen sich da schon selbst etwas einfallen lassen. Um ehrlich zu sein, sieht es ganz so aus, als würde vieles hier in Barockstadt mit einem komplexen Mechanismus funktionieren, dessen Gebrauchsanleitung leider verloren gegangen ist. Aber wenn man Ihren ganz erstaunlichen Zug betrachtet, dürfte Mechanik für Sie kaum ein Problem sein. Wir vertrauen auf Ihren Erfindungsgeist, junge Frau. Ich werde versuchen, mich Ihres Vertrauens würdig zu erweisen. Damit, teure Kollegen, wäre die Sache also zur Zufriedenheit aller abgeschlossen. Na gut. Wir reden und reden. Schon. Wir sind... Ich danke Ihnen. Na gut, also, wir wissen jetzt, es gibt einen Garten. Wir wissen jetzt, die Herren würden uns mit Geld aushelfen, wenn wir den Musikpavillon reparieren. Und wir wissen jetzt auch, wo dieser geheime Garten ist. Und aus dem Grund würde ich jetzt sagen, wir schauen uns das Ganze in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.